Friedensgespräche in Paris gehen weiter. Die Nordvietnamesen weigern sich weiterhin, der Freilassung unserer Kriegsgefangenen zuzustimmen. Sogar dann, wenn wir ein Datum für den Abzug unserer US-Truppen nennen würden. Präsident Nixon stellte heute fest, es ist natürlich sehr grausam von Ihnen, selbst die Möglichkeit einer solchen Diskussion von der Hand zu weisen. Die Angelegenheit der Kriegsgefangenen wird als hauptsächlicher Stolperstein der Verhandlungen betrachtet. Hast du ein Problem, Cooper? Wir hatten eine perfekte Mission geplant. Jetzt ist alles im Arsch. Wer zur Hölle hat die Befehle geändert? Das Pentagon. Das ist keine normale Gefangenenrückführung, Jim. Washington will mit diesem Lager ein Exempel statuieren, weil es einer der Plätze ist, wo die Kommunisten nicht zugeben werden, dass sie dort amerikanische Gefangene festhalten. Der Präsident will die Botschaft laut und klar. Wir wollen alle unsere Männer zurück. Ja, und anstatt, dass wir uns von hinten mit einer kleinen Kommandotruppe hineinschleichen, gehen wir lieber dazu über, mit ein paar schwer bewaffneten Hubschraubern durch die Front durchzuschießen. Je lauter, je besser. Die hohen Tiere wollen das so in Hanoi und in Paris. Sie können sich wahrscheinlich vorstellen, was passieren wird mit unseren Gefangenen. Das ist doch Wahnsinn, wenn wir durch die Front durchschießen wie die gottverdammte Kavallerie. Der Waffenstillstand tritt in 5 Tagen in Kraft. Und die Kriegsgefangenen, die bis dahin nicht zurück sind, gelten für uns als gefallen oder als vermisst, klar? Und niemand kümmert sich dann mehr um sie. Haben Sie den Rückzugsplan auch geändert? Nein, es ist alles so geblieben, wie es war. Die Hubschrauber werden in 4 Tagen auf euch warten, an der Küste von Bong Thai. 1 Stunde lang, von 15 Uhr an. Was meinst du dazu, Jim? Willst du immer noch gehen? Du kennst doch meine Antwort. Danke, Jim. Wer ist denn dieser Cooper überhaupt? Du hast Glück, dass er hier ist, Junge. Warum haben sie gerade ihn von Washington hierher geschickt? Er hat sich freiwillig gemeldet, also kommst du da vielleicht lebend wieder raus. Ach, ich hab da meinen Talisman, siehst du das? Ich kann mir nicht vorstellen, warum sie gerade ihn ausgesucht haben. Das ist ganz einfach. Erstens ist er der Beste und dann hat er ein Prinzip, mit dem er noch nie gebrochen hat. Und was ist das? Jeder kommt wieder nach Hause. Wie alt bist du, Teague? 19, Sir. Leg ein gutes Wort für mich ein, hä? Ja, Sir. Runter, klar?
Haltet auf die Wachtürme! Schießt nicht auf den Käfig, verstanden? Einmal noch, ja?